Heute bei Hunde verstehen? Cocker Spaniel Bo. Seine Halter gehen nicht mit ihm spazieren, sondern er mit ihnen. Er zieht, springt, jault, macht Theater ohne Ende an der Leine und wir verstehen es nicht. Es ist meiner Meinung nach nicht bösartig, aber ich mache mir Sorgen, dass es umschlägt. Spaziergänge sind auch bei Mischlingsrüde Lenny ein Problem. Und im Wagen explodiert er regelrecht. Also das Kläffen im Auto, das macht mich wirklich wahnsinnig. Man wird auch immer aggressiver dem Hund gegenüber. Zwei spannende Fälle für Hundecoach Andreas Olichschläger. Willkommen zu Hunde verstehen mit Andreas Olichschläger. Sein erster Fall führt ihn in die Nordeifel, zu einem Problem, das sicher viele kennen. Ich bin heute in Euskirchen unterwegs, auf dem Weg zu Elke und Rolf mit ihrem Hund Bo. Der ist ein Jahr alt und macht richtig Stress. Vor allen Dingen zerrt er an der Leine. Der macht Stress, wenn er andere Hunde sieht. Ja, er ist kaum zu bändigen. Elke und Rolf brauchen dringend Hilfe. Und ich schaue, ob ich helfen kann. Cocker Spaniel Bo steht meist unter Strom und ist kaum zu halten. Normale Spaziergänge ohne Zwischenfälle sind mit ihm unmöglich. Er zieht, springt hoch, jault, macht Theater ohne Ende an der Leine. Und wir verstehen es nicht. Es ist meiner Meinung nach nicht bösartig, aber ich mache mir Sorgen, dass es umschlägt. Die kaufmännische Angestellte Elke und ihr Mann Rolf, Techniker im Gebäudemanagement, hatten sich Bo sehr bewusst angeschafft, nachdem ihr Sohn zum Studieren ausgezogen war. Also wir sind irgendwie, glaube ich, sehr, sehr jagdhundaffin. Also die Art von Hund macht uns eigentlich immer viel Spaß. Eine gewisse Erfahrung haben wir ja aufgrund dessen, dass wir auch schon mal einen Hund hatten. Und auch der war damals als Welpe zu uns gekommen. Nur wir wissen halt jetzt nicht, warum er so extrem auf Reize reagiert, wie er das jetzt halt die letzten Monate tut. Und deshalb ist jetzt Andreas Olichschläger da. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ihr habt mich gerufen und ich hoffe, ich kann euch helfen. Ja, das wäre toll. Wunderbar. Bitte reinzutreten. Ja, gerne. Dankeschön. Ja, da steht schon unser Problem. Aha. Ja. Das ist der Bo. Ja. Er sieht harmlos aus. Ja. Ja. Warte mal, lässt du mal kurz zu? Ja. Ich würde jetzt reingehen, die Türe hinter mir zumachen und ihn alleine hier vorne kennenlernen. Ja, gerne. Ja? Ja. Okay. Das Problem wirkte aber gerade sehr entspannt. Als ich ins Wohnzimmer reingegangen bin, habe ich nicht erwartet, dass er mich anspringt. Und ich habe auch nicht erwartet, dass der Zinnober macht. Und ich habe auch nicht erwartet, dass der unruhig ist. Warum? Ich bin da ganz ruhig reingegangen. Und wenn man als Hundebesitzer die ganze Zeit den Hund bespaßt und zutextet, dann ist der Hund irgendwann auch unruhig. Ich wünsche mir in solchen Momenten immer, dass die Hundebesitzer in die Beobachtung gehen. Und dann daraus schon lernen können, direkt am Anfang zu sehen, ach, okay, so muss ich mich verhalten. Also er hat ihm die Ruhe gelassen und er hat ihn auch erst ignoriert, was wir überhaupt nie tun. Und dadurch hat sich das ganze Verhalten in den ersten paar Minuten schon geändert. Den eigenen Hund neu entdecken, sein Verhalten und den Umgang mit ihm richtig deuten, darum geht es. Und jetzt guckst du mal nur die Elke an. Schieb ihn mal ein Stück runter. Nicht schubsen, auch nicht hart, sondern einfach nur nicht des Hundes willen, sondern du willst einen freien Blick zu deiner Frau haben. Mhm. Das hat gar nichts mit dem Hund zu tun. Ja. Jetzt guckst du auch bitte nur den Rolf an. Ignorieren muss ich auch für mich jetzt mal richtig lernen, weil ich eigentlich die ganze Zeit schaue, wo ist er, was macht er. Geht's ihm gut und so weiter. Also das muss auf jeden Fall, muss sich ändern und das wollen wir auch auf jeden Fall. Der Coach will sich nun das Zusammenspiel von Hund und Halter draußen anschauen. Und sofort übernimmt Bo das Ruder. Beim Spazierengehen mit Bo sollen die beiden lernen, ihm zu zeigen, wer die Führung hat. Wer vorne geht, wer hinten geht. Als ich gesehen habe, wie die durch die Gegend gezogen werden, das konnte ich mir nicht lange angucken. Oh, ich habe fürs Erste schon genug gesehen. Ja, das glaube ich, ja. Also dieses
dieses Reißen richtig. Immer und dieses, ja. Also du mal warst wieder, nicht ja. auf deinem Spaziergang, du warst bei ihm. Ja, stimmt. Ja. Ich möchte aber haben, dass er irgendwann bei dir ist. Ja. Er darf euch auf eurem Spaziergang begleiten. Und nicht, ihr dürft euch von ihm durch die Gegend ziehen lassen. Ja. Das ist ja auch nicht gesund für den Hund. Ne? Das geht ja immer wieder auf die Halswirbelsäule, immer wieder auf den Kehlkopf. Das geht nicht. Doch wie kann es klappen, das Gezerre endlich hey. Abzustellen? Hör auf, gut jetzt. Und auch immer wieder dieses Jaulen, Wimmern. Ja, ja. Ja, der ist ja gar nicht bei dir. Nein. Null. 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 Ja. Auch keine 10 Sekunden, auch keine 2 Sekunden. Ja. Der ist total drüber, sag der ich ist immer. Drüber. Ja. Ja, absolut. Und jetzt? Wenn ich den Hund zu mir nehme, dann möchte ich den Hund fühlen. Ich möchte also den Leuten nicht vorführen, wie toll ich das kann. Da geht es nicht drum. Ich möchte, dass die Leute beobachten. Und wenn man den Hund beobachtet, dann lernt man auch schneller. Weil nicht jeder Hund ist gleich und da kann man auch nicht jede Trainingsmethode auf jeden Hund gleich anwenden. Der Hundecoach will eingefahrenes Verhalten unterbrechen. Und dazu muss er Bos Aufmerksamkeit gewinnen. Auch für den Coach nicht einfach. Ich fühlte bei Bo eine Unruhe, eine Unsicherheit, eine Hektik und habe aber dann gemerkt, ach, wenn ich mich nicht drauf einlasse, dann kann er mir besser folgen. Also wenn ich jetzt zu viel mit ihm gesprochen hätte und hätte gesagt, nein, aus, Sitz, Fuß, hier hast du noch ein Leckerchen, und hast, das wäre einfach zu viel gewesen, sondern diesem Hund bin ich mit Ruhe begegnet. Das ist für mich das Rezept für diesen Hund. Jetzt bist du dran. Ja. Geh noch mal hoch, kommst noch mal zurück. Ja. Auch Elke soll dies nun versuchen, damit Bo sich an ihr orientiert. Und tschack. Fein. Weitergehen. Ständige Tempo- und Richtungswechsel sollen Bo aus seinem Zerrkonzept bringen. Stopp. Bleib locker rumdrehen, in der Richtung. Super, Gott, super. Super. Und wieder zu mir. Fein. Und stopp! Yeah! Super. Also Elke ist echt pfiffig. Also die hat das ganz schnell umgesetzt und hat eine sehr, sehr, sehr gute Ausstrahlung auch. Eine ganz tolle Energie bei sich und war sehr wach, hat ein gutes Timing gehabt und hat relativ schnell verstanden, ach, wenn ich so reagiere, reagiert der Hund so. Toll. Also Elke hat es super gemacht. Mich sehr gefreut. Wolf, willst du mal? Bei mir soll er genauso gut funktionieren. Versuch mal. Okay, mach ich schön. Und am besten immer ruhige, gleichmäßige Bewegungen. Keine Hektik reinbringen, nicht zu viel reden. Ja. Und ihm auch die Zeit lassen. Ja, mein Freund, super. Hat er super gemacht. Also die größte Herausforderung war das Timing. Die muss auf den Punkt, muss das ja stimmen. Und immer wieder dieses Neukorrigieren, Neukorrigieren und dabei ruhig zu bleiben. Die Geduld. Ja, eben. Geduld. Weil viele Sachen wiederholen sich, aber man muss eben die Ausstrahlung behalten, weil eben die nimmt der Hund halt auch wahr. Es wird auf jeden Fall Arbeit und ich hoffe, dass wir es hinbekommen. Also es wird nicht leicht, das glaube ich schon. Ich hätte noch ein paar Hausaufgaben für euch. Ja. Ihr redet weniger mit dem Hund. Mhm. Beim Spazierengehen macht ihr es so, wie wir es jetzt hier geübt haben. Damit habt ihr die Möglichkeit, irgendwann so wie hier zu stehen und er ist zwischendurch ruhiger. Wenn es euch zu sehr nervt mit dem Fiepen und ihr wollt mehr die Vögel zwitschern hören, dann konzentriert euch auf die Vögel. Ja. Klappt das nicht, macht euch schöne Musik auf die Ohren. Okay. Mhm. Das wären erstmal die Aufgaben, die ich für euch hätte. Wunderbar. Alles klar. Wir sehen uns in ein paar Wochen bei mir im Revier. Da haben wir alle Möglichkeiten, dass der Bomer mit vielen Hunden Kontakt hat. Bis dahin übt ihr. Ja. Und ich freue mich schon auf euch. Jo, macht's wir gut. Uns auch. Bis jo, dahin. Danke. Ciao. Ciao. Das Revier für Hunde in Eschweiler bei Aachen. Eine Begegnungsstätte für Mensch und Tier. Hier arbeitet Andreas Ohlischläger mit Hunden und Haltern. Wie wohl Cocker Bo auf so viele Hunde reagieren wird.
Doch zunächst zum zweiten Fall. Im Niederbergischen macht ein Mischlingsrüde richtig Ärger. Ich bin heute in Mettmann unterwegs, auf dem Weg zu Melanie und Oliver mit ihrem Hund Lenny. Der lässt sich nicht gerne anfassen und macht Stress im Auto und bellt die ganze Nachbarschaft zusammen. Ich schaue mir das mal an. Lenny. Scheinbar grundlos bellt er. Oder bedrängt seine Halter. Ob beim Spaziergang oder im Auto. Er ist immer wieder blitzschnell auf 180. Also das Kläffen im Auto, das macht mich wirklich wahnsinnig, weil das unheimlich laut ist. Man wird auch immer aggressiver dem Hund gegenüber. Man fängt auch an, den Hund anzuschreien, er sollte das lassen. Und es ist natürlich auch mit ihm unentspannt, wenn man rausgeht und andere Hunde trifft, weil man nie weiß, wie reagiert er jetzt auf den Hund. Also ich bin schon öfter unentspannt, wenn ich mit ihm rausgehe. Nachdem Olivers letzter Hund gestorben war, entdeckte Melanie im Internet die Seite einer Tiernothilfe in Spanien und stieß dort auf Lenny. Schon kurze Zeit später kam der damals erst knapp ein Jahr alte Rüde per Flugzeug nach Deutschland. Wir haben ihn vorher nicht gesehen, wir hatten keinen Kontakt zu ihm. Und dann hatte ich ein bisschen im Muffensausen bekommen, ob das wohl alles so richtig ist, was ich da so entschieden habe. Ja, also er ist jetzt schon gute 4 Jahre bei uns. Ruhiger ist er noch nicht wirklich geworden seitdem. Klingt, als gäbe es hier einiges zu tun für den Hundecoach. Ich darf Platz nehmen. Ja, okay, alles klar. So, da kommt der neugierige Hund. Ja. Ja, Lenny ist schon ein bisschen eigen. Er hat mich ja auch sofort begrüßt, also belagert. Ich habe ja da keine Lust drauf, direkt so belagert zu werden. Er entscheidet, wann er angefasst werden möchte. Und dann kann es auch passieren bei Fremden, dass er, wenn er zwar selber kommt und schnuppert und dann geht die Hand Richtung Kopf, dass er das vermeiden will, indem er nach der Hand schnappt. Das geht nicht. Ja, das ist kurz und knapp richtig. Ja, hört sich nicht sehr entspannt an. Ne? Nee. Draußen pöbelt er rum, wenn er hinten alleine im Auto ist, während der Fahrt oder auch wenn er im Kofferraum ist und es kommt jemand dem Auto zu nahe. Da kann er dann schon mal richtig ausrasten. Teilweise sogar, wenn wir spazieren gehen und begegnen anderen Hunden, dass er dann auch an der Leine ausfällig wird und sich in die Leine stellt. Ich glaube, dass das Verhalten hier drinnen mit dem von draußen einhergeht. Ja. Dass er sich das, was er sich hier rausnimmt, auch draußen rausnimmt. Nicht, weil er ein böser Hund ist, aber vielleicht, weil er ein unsicherer Hund ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass das auch zusammenhängt mit dem Verhalten im Auto oder beim Spazierengehen. Und das würde ich mir jetzt gerne mal mit euch anschauen. Sehr gerne. Wunderbar. Wenn ein unsicherer Hund von seinen Haltern keine Grenzen gesetzt bekommt, weiß der Hund nicht, wie er sich verhalten soll und übernimmt dann selbst das Ruder. Ist Lenny so zum Pöbler geworden? Wundert mich nicht. Der ist halt schon auf Anspannung, sobald ihr rausgeht. Du auch. Hunde, die nicht wirklich souverän sind, die bellen dann auch so rum. Der will der Mittelpunkt der Erde sein. Wenn er das nicht bekommt, bellt er noch lauter rum. Jetzt könnte man ja sagen, oh, ist er jetzt aggressiv, der Hund, weil der so viel rumbellt? Ne? Jetzt gleich schnappt er auch noch. Nee, der ist nicht aggressiv, der will nur gesehen werden und gehört werden. Und wenn man das nicht tut, muss man halt lauter bellen. Aber ich würde trotzdem mal gerne sehen, wenn jetzt jemand anders ans Auto kommt, wie er dann ausflippt. Hättet ihr vielleicht jemanden, der jetzt hier uns so ein bisschen hilft, dass er mal am Auto vorbeigeht? Ja, wir haben einen Freund, der könnte mit seinem Hund einmal kurz einspringen. Dem brauchen wir nur Bescheid sagen. Genial, machen wir. Aus Sorge, dass Lenny in seiner Aufregung vielleicht schnappt, bekommt er von seinen Haltern eine Maulschlaufe. Ein Hilfsmittel, das der Hundecoach gar nicht mag. So. Ich finde so eine Maulschlaufe nicht so prickelnd. Ich arbeite lieber mit einem Maulkorb. Deswegen sollten wir ihm den Stress jetzt auch nicht zu lange aussetzen, weil die Maulschlaufe ist nicht so mein größter Favorit. Okay. Ja? Mhm. Wunderbar. Wenn Hunde keine Führung haben, reagieren sie oft unberechenbar. So wie Lenny. Ja, das ist natürlich auch nicht so prickelnd, ne? Gut, wunderbar, alles klar.
Lenny hat ja dann im Auto auch gebellt, wenn jemand mit einem Hund vorbeigeht. Hat mich jetzt nicht verwundert. Warum? Weil Lenny hat ja zu Hause auch die Zügel in der Hand und macht da auch, was er will. Für ihn super stressig. Warte. Und Stress auch für seine Halter. Hat Andreas schon eine Idee, wie das zu ändern wäre? Ihr Lieben, ihr würdet mir einen Gefallen tun, wenn ihr jetzt zusammen losgeht und euch weiter unterhaltet. Und dann, wenn ich euch rufe, wieder zurückkommt. Ja. Ja? Bitteschön. Jetzt könnt ihr wieder zurückkommen. Läuft doch gut, oder? Doch plötzlich bedrängt und schubst Lenny Oliver. Stopp, stehen bleiben. Merkst du was, Oliver? Ja. Merkst du es, ne? Jetzt, umso freier du wirst, umso mehr versucht er, dich schon wieder von deinem Weg abzubringen. Ja. Einfach dann ruhig stehen bleiben. Auch nicht so oder so oder so, sondern ruhig bleiben. Ja. Einfach nur ruhig bleiben. Gar nicht auf. Am besten bleibst du einfach kurz stehen. Zack, jetzt hat er sich hingesetzt. Genau so. Können wir ein Stück gehen? Dass dieses Schubsen respektloses Verhalten ist, eine völlig neue Erkenntnis. Und stopp, stehen bleiben. Und ihn zurücknehmen. Dich nicht, nur den Hund. Und warten. Und wieder gehen. Super. Melanie und Oliver dürfen lernen, sich von Lenny nicht immer die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Also Lenny hat wirklich alle Freiheiten der Welt. Und Melanie und Oliver aber nicht. Leider nicht. Lenny kennt einfach keine Grenzen. Warum gehst du weg, wenn er dich bedrängt? Weil ich das in dem Moment als unangenehm empfinde. Okay, warum bleibst du nicht einfach stehen? Wenn du einfach nur stehen bleibst und er merkt, er kann das mit euch nicht mehr machen, wird er es irgendwann nicht mehr machen. Das war gerade eher untypisch. Kann das sein, dass das damit zusammenhängt, dass er jetzt diese Maulschlaufe anhat und die loswerden will? Zieh sie mal aus und dann gucken wir mal, welche Verhaltensweisen euer Hund dann zeigt. Okay. Und jetzt gehst du mit ihm noch mal hier vorne am Hund vorbei. Doch auch ohne Maulschlaufe. Keine Veränderung. Lenny bellt so viel rum, weil er Aufmerksamkeit will. Ich habe den Lenny dann mal genommen und ihn ein Stück von den beiden weggeführt. Und dann hat er einen riesen Terz gemacht, weil er direkt wieder zu Oliver und zu Melanie hin wollte. Aber nicht, um zu sagen, hallo, da bin ich wieder. Nee, um die zu maßregeln, anzuspringen. Sehr übergriffig. Wir haben einen langen Weg vor uns. Kümmert euch um den Maulkorb. Gewöhnt den Hund da langsam dran. Wenn der Maulkorb getragen wird, stressfrei getragen wird, dann könnt ihr Besuch kommen lassen. Beim Spazierengehen, dass du Pausen machst, dass ihr stehen bleibt, dass wenn er dich dann anguckt, dass du dann sagst, super. Und dann gehst du wieder weiter. Hängt er wieder zu sehr in der Leine, bleibst du stehen, wartest wieder auf die Aufmerksamkeit. Seid fleißig, aber nicht verbissen. Und wir sehen uns dann in ein paar Wochen in meinem Revier. Macht's ja. Gut. Bis dahin. Vielen Dank, haben wir was zu tun. Ciao. In der Tat, hier gibt es einiges zu tun. In der westlichsten Stadt Deutschlands hat sich Andreas mit Elke und Rolf verabredet. Und das aus gutem Grund. Ich habe Elke und Rolf heute mit Bo hier nach Aachen bestellt, mitten in die Stadt, direkt am Aachener Dom, um zu schauen, wie geht der Bo mit Außenreizen um. Und haben die auch ihre Hausaufgaben gemacht? Hoffentlich. Denn zu Hause in Euskirchen ging Bo beim Spaziergang ständig in die Leine. War teilweise kaum zu halten und lief stets ziehend und zerrend vorne weg. Hat sich da inzwischen was getan? Also im Großen und Ganzen hat es eigentlich ganz gut geklappt. Es waren zwar immer mal Höhen und Tiefen, also Tage, wo es besser geklappt hat, Tage, wo es schlechter geklappt hat. Ja. Vielleicht auch irgendwo formabhängig vom Hund. Wir wissen es auch nicht so genau. Manchmal ist es schwierig. Der Hundecoach möchte heute austesten, wie Bo auf andere Hunde reagiert. Und das nicht nur in seinem Hunderevier, sondern auch hier in der Aachener Innenstadt. Da vorne kommt jemand mit einem Hund. Ich würde mir gerne anschauen, wie die Begegnung ist. Okay. Fremde Stadt, fremder Hund, eure Bühne. Alles klar. Ich war überrascht. Also, Bo ging gerade an einem anderen Hund echt richtig cool.
cool vorbei. Also da war noch ein bisschen Spannung auf der Leine, aber bei weitem nicht mehr so, wie das war. Die haben gute Hausaufgaben gemacht. Ja, also ich bin überrascht. Sieht gut aus. Ja. Okay. Ja, weil dieser Ausbrecher nicht war. Ja. Ne? Diese, nicht so dieses Zack, dieses Rüber. Diesen, ne? diesen permanenten, ja. leichten Zug. Aber ihr seid ja auch erst am Anfang eures Weges. Und weiter geht's. Andreas möchte Elke und Rolf mit diesem Ausflug eine wichtige Erkenntnis im Umgang mit Bo vor Augen führen. Jetzt macht er es genau richtig. Merkst du, was jetzt kommt? Ja. Ihr seid mit Außenreizen zusammen, beschäftigt, ja, genau, und ihr ignoriert den ja, Hund. Genau. Ja. Weißt du? Und sobald man wieder bei dem Hund ist, fängt er wieder an, unruhig zu werden. Ja. Das Lob fühlt sich super an. Wir sind ganz begeistert, weil es hat viel besser geklappt, als wir dachten. Ja. Und wir sind sehr glücklich. Auch wenn es noch nicht völlig reibungslos läuft. Jetzt wissen Sie, dass Sie es in der Hand haben. Elke? Immer schön positiv. Ja. Weißt du, du lässt dich nicht auf die Stimmung deines Hundes ein. Du bleibst immer schön entspannt. Ja. Trotzdem ist Andreas zufrieden. Und er hat noch mehr mit Elke und Rolf und Bo vor. Ich lade die drei jetzt ein ins Revier für Hunde, um mir mal anzuschauen, wie ist das Sozialverhalten von Bo ohne Leine. Und vielleicht auch mit mehreren Hunden. Bin ich mal gespannt. Das Revier für Hunde in Eschweiler liegt nur wenige Kilometer von Aachen entfernt. Bis zu 40 Hunde halten sich hier auf und unterstützen Andreas Ohligschläger dabei, dass Halter ihre Hunde wieder besser verstehen. Elke und Rolf lassen bisher Bo kaum ohne Leine laufen. Der Gedanke, dass Bo gleich ohne Leine auf viele fremde Hunde trifft, macht beide nervös. Da ist aber einer aufgeregt. Also ich meine dich, Elke. Wie geht's dir? Ja, schon ein bisschen nervös jetzt. Bisschen nervös? Ja, auf jeden Fall. Ja. Du auch? Ein bisschen schon, doch, ja. Muss ich auch sagen, ganz ehrlich. Ja, das dann wird der Bo jetzt erstmal einen Hund kennenlernen. Okay. Einmal Platz nehmen. Mit Hilfe einer Mitarbeiterin ruft Andreas den ersten Hund. Ich hätte gerne die Molly. Die Molly. Einen Moment, sie kommt. Bitte schön, kannst ihn loslassen. Am Anfang hat die Molly ihn sofort in die Schranken gewiesen. Und das hat er auch angenommen. Und Bo hat sich dann zurückgenommen und war sehr, sehr, ja, schon fast ja, so ein bisschen demütig. Und ist dann auch irgendwo mal in eine andere Ecke gegangen, um zu signalisieren, ey, ich will keinen Stress, also habe ich gar keinen Bock drauf. Jetzt begegnet er ihr schon mit Respekt. Seht ihr? Ja. Jetzt ist er schon viel respektvoller. Aha. Hier kannst du jetzt ganz deutlich sehen, dass die Molly auch ein Stück weit mit der Pfote beschwichtigt. Die hebt die Pfote an. Sie ist zwar sehr bestimmend, ja, aber trotzdem auch sehr sozial. Und Bo hat das relativ schnell verstanden, auch, dass er jetzt Abstand nehmen muss. So, und sie hat jetzt klar gemacht, so läuft der Hase hier, ne? Bo darf lernen, respektvoller im ersten Kontakt mit Hunden zu sein. Er ist zu schnell, zu viel Bo. Aber wo hat er das gelernt? Zu Hause. Jetzt lässt du sie bitte los. Warum sage ich dir, dass du die Molly jetzt nicht die ganze Zeit streicheln sollst? Was glaubst du? Ja, weil ich das zu Hause wahrscheinlich mit unserem Hund zu oft mache. Oder gemacht habe. Wahrscheinlich. Hast du? Mhm. Hast du. Und damit verspielst du dir vieles. Mhm. Also damit verspielst du dir ganz viel in der Beziehung zwischen Mensch und Hund. Auch in der Beziehung zwischen Mensch und Mensch verspielt man sich damit ganz viel, wenn man ständig an seinem Partner dranhängt und ihn die ganze Zeit nur betüddelt. Jetzt lassen wir aber noch einen zweiten Hund dazu. Und Bo hat schnell verstanden. Oh, komm mal da. Oh, der geht rückwärts. Komm mal da. Oh, komm mal. Ja, der geht rückwärts. Da krieg ich Gänsehaut. Ja. Cool, oder? Sehr cool. Jetzt wird das nicht erwidert, diese Unruhe. Ja. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als cooler zu werden. Wenn er diese Ruhe und diese Entspanntheit auch von euch bekommt, hat er irgendwann keine andere Wahl mehr. Und Bo? Völlig entspannt. Für mich war halt sehr überraschend die eine Situation, wo er dann sich auch direkt hinlegte. Und damit versuchte dann eben auch die Situation zu entspannen. Das habe ich noch nie gesehen und das hat mich sehr gewundert. Elke und Rolf sollten hier heute lernen,
dass die Ignoranz, die sie heute bei den Hunden gegenüber Bo beobachten konnten, hilft, dass der Bo lernt, ah, ich folge dem, der mich auch ignoriert und der auch in seiner Ruhe eine Stärke ausstrahlt. Und da laufe ich hinterher. Ja, also das wär's jetzt erstmal hier für mich und für uns. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in eurem Revier. Okay. Macht einfach so weiter wie bisher, seid konsequent. Ja? Jawohl. Ich bring euch noch raus. Hier. Ja, wunderbar. Schön. Euer Hund bleibt wahrscheinlich hier. Ja, der kann hier bleiben. Das ist zu befürchten. In knapp einem Monat sehen sich alle wieder. Es bleibt spannend. Auch Melanie, Oliver und Mischlingsrüde Lenny sind auf dem Weg zu Andreas. Lennys Temperament bekamen seine beiden Halter bisher nicht wirklich in den Griff. Ob im Auto oder auf der Straße. Wenn Lenny bellte, zerrte und rumpöbelte, waren Melanie und Oliver meist hilflos. Andreas Ole-Schläger war vor 4 Wochen bei ihnen vor Ort. Was hat sich seitdem getan? Das funktioniert an der Leine, einfach ein bisschen lockerer zu bleiben, ihm das Gefühl zu geben, dass ich nicht nur auf ihn aufpasse, sondern er einfach mitgehen soll. Also wir glauben schon, dass wir ein Stück weitergekommen sind, aber da geht noch was. Bestimmt. Um das herauszufinden, trifft sich Andreas mit den beiden nicht sofort im Hunderevier, sondern auf einem nahegelegenen Waldweg. Hallo Andreas. Hallihallo. Hallo. Na? Na? Ist besser geworden mit dem weniger Bellen. Auf jeden Fall. Also der Lenny hat sich da ein bisschen beruhigt. Er ist viel öfter entspannt, bleibt liegen, wenn wir zu Hause uns bewegen oder eben auch draußen, so wie jetzt, dass er ja nicht immer die erste Geige spielen muss. Okay. Ich würde gerne heute hier auf Leute treffen mit einem Hund oder mit 2 Hunden. Hab auch eben schon eine Frau getroffen, die kommt gleich da hinten. Und jetzt würde ich gerne sehen, wie das mit der Hundebegegnung läuft. Bitte schön. Na dann. Lenny wirkt überrascht brav. Doch dann. Hallo. Gerade noch kann Oliver ihn abhalten, sich auf die anderen Hunde zu stürzen. Warte mal. Er hat immerhin nicht gebellt. Aber was wollte er gerade? Er wollte wieder rüber zu dem Hund hin. Aber warum? Was glaubt ihr, warum? Weil wir gezögert haben einen Moment. Bingo. Weil ich nicht strack durchgegangen bin. Entweder sprichst du die Person an und sagst, hallo, hallo. Hi. Ja. Hätte er machen müssen, natürlich. Weil deswegen habe ich es gemacht, weißt weil ich du, mir nicht sicher war. Weil du dann die Führung übernimmst und sagst, hallo, ja, okay. Hi. Und Lenny dann merkt, ach, okay, hier ist gar nicht so eine angespannte Stimmung. Okay. Bresch deinen Hund dann nach vorne, kannst du immer noch zeigen, ey, erstmal spreche ich. Okay. Und dann kannst du gerne deinen Sehm dazugeben. Das sind Zeichen dafür, dass er keine klare Linie von uns gezeigt bekommt, wie er sich zu verhalten hat. Ich habe ja jetzt Lenny in Hundebegegnungen erlebt, sowohl in seinem Revier als auch jetzt im Stadtwald, aber immer an der Leine. Und bisher konnte ich noch nicht sehen, wie ist der Lenny denn eigentlich so als Hund, wenn er frei ist mit Hunden. Und das wollte ich mir im Revier anschauen. Das wird spannend. Deshalb geht es jetzt auch gleich auf die große Hundewiese. Andreas weiß, wie seine Hunde ticken und wer sich für solche Begegnungen eignet. Lenny stürmt sofort aufgeregt los. Lenny ist ein sehr penetranter Hund. Er ist sehr, sehr aufdringlich, weil er so unsicher ist. Wäre er souveräner, käme er selber mit sich besser klar. So, nächster Hund. Immer mehr Tiere kommen hinzu. Und Lenny, der es gewöhnt ist, seine Menschen zu kontrollieren, will das auch hier durchziehen. Doch die Hunde lassen das nicht zu. Da hat er schon die erste Ansage bekommen. Hast du gesehen? Das war meine Molly. Lenny ist einfach manchmal auch ein bisschen übergriffig. Bisschen zu viel dran. Und da heißt es, er darf lernen, sich zurückzunehmen. Und genau das bringen ihm jetzt die anderen Hunde bei. Sie lassen sich sein respektloses Verhalten nicht bieten. Nicht ihn angucken, wenn er in so einer Energie ist. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Der hat gerade von Molly gesagt bekommen, ja. Junge, hast einen Schuss nicht gehört? Benimm dich hier.
Und du hast ihn so angeguckt, wie er so anfing zu bellen. Er bekommt gerade das von Anfang an gezeigt, was ihr am Anfang versäumt habt. Lenny braucht Hunde, um zu lernen. Wenn Lenny jetzt zu Hause im Haus viel bellt, wenn er auf der Straße bellt, wenn er im Auto bellt, dann braucht dieser Hund ja definitiv mehr Souveränität. Die hat er nicht. Und seine Hundebesitzer sind ja hingegangen und haben viele Charaktereigenschaften einfach falsch gedeutet. So wie in dieser Situation. Hündin Molly liegt direkt neben Oliver. Und Lenny stellt sich immer enger neben ihn und bedrängt ihn. Und Oliver reagiert ganz unbewusst darauf. Du bist im Bogen gegangen. Warum gehst du im Bogen? Du bist zurückgegangen, weil jetzt hat er dich weggedrückt. Jetzt hat er dich von Molly weggedrückt. Okay. Definitiv hat er jetzt ganz gespielt, ganz geschickt hat er gesagt. Ich stell mich dazwischen. Ich stell mich dazwischen und du bist zurückgegangen und bist so rum zu mir gekommen. Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Und Molly hat es dir gut vorgemacht, wie du es machen sollst. Deswegen geh wieder da rum und stell dich da vorne hin. Er versucht zu verhindern. Er versucht zu verhindern. Jetzt kannst du auch mal so, jetzt schiebst du ihn weg und dann stellst du dich hin und dann sagst du, Junge, das machst du nicht mit mir. Also das war für mich so ein Schlüsselerlebnis nochmal im Umgang und wie ich ihm entgegentreten kann, wenn er mal doof wird sozusagen. Ihr dürft andere Hunde anfassen und ihr dürft auch andere Leute bei euch reinlassen und ihr dürft auch im Auto andere Hunde an euch vorbeigehen lassen. Das kommt jetzt Stück für Stück. Okay. Erwartet nicht zu viel, erwartet keine Wunder. Wie er sich heute verhalten hat, fand ich hier jetzt gut. Mhm. Ihr habt einen tollen Hund, lasst ihn dazu kommen. Mhm. Ja, Melanie und Oliver dürfen noch viel lernen. Sie haben aber schon ganz viel gelernt und haben es auch schon super umgesetzt. Aber die Abnabelung von Lenny bedeutet, dass sie sich wieder mehr Aufmerksamkeit schenken dürfen und geben dürfen. Damit Lenny lernt, er ist nicht der Mittelpunkt der Erde. Dann würde ich sagen, ich bringe euch nach vorne. Ja, gerne. Ja. Vielen Dank, es war eine tolle Stunde. Kommt. Eine Stunde mit vielen Erkenntnissen, die es jetzt umzusetzen gilt. Mal sehen, wie das in 4 Wochen ausschaut. Andreas Oli Schläger ist zurück in der Nordeifel. Auf dem Weg zu Cocker Spaniel Bo und gespannt, was sich verändert hat. Ich bin heute wieder in Euskirchen unterwegs und treffe mich mit Elke und Rolf, mit ihrem Hund Bo. Ja, der kleine Cocker Bo hat die ganze Zeit an der Leine gezogen und deswegen brauchten die 3 Hilfe. Ich war da, habe ihnen ein paar Tipps gegeben und schauen wir jetzt mal an, wie es läuft. Andreas hat sich mit Elke und Jörg zum Spaziergang verabredet. Bisher war das Stress pur. Ist das immer noch so? Hi. Ja. Na, ihr sitzt aber hier oder er saß hier gerade noch sehr entspannt. Ja, es ist auch sehr entspannt. Also es ist wesentlich besser geworden. Was habt ihr gemacht? Ja, wir haben deine Tipps befolgt. Ne? Ja. Hausaufgaben gemacht. Eisern geübt, ja. Und vor allen Dingen auch mal so Situationen, essen gehen, also richtig unter Menschen. Statt. Geht jetzt auch. Geht jetzt wesentlich besser. Ja. Also. Du hast gerade ein Signal gesetzt. Ja. Er reagiert auch sofort. Ja, er reagiert. Ja. Ja. Es steht natürlich auch jetzt noch mal auf, aber das ist alles ganz, ganz anders, lockerer. Ja. Hast du ihn eigentlich mal abgeleint? Ja. Wann? Sofort. Also sofort, nachdem wir im Revier waren, war ich sehr mutig. Ja. Und beim ersten Ruf stand er neben mir. Also ich war überwältigt. Also ich meine, wir können uns jetzt hier unterhalten. Der Hund ist ruhig. Ja. Und der sitzt da und ist ruhig und fiebt nicht rum und zerrt nicht an der Leine. Das ist eine ganz andere Qualität. Ja, auf jeden Fall, ja. Den Ausschlag hat gegeben der Besuch im Revier. Also das war so, als wenn ein Schalter umgelegt wurde. Also wir sind jetzt mit dem Hund spazieren gegangen und nicht der Hund mit uns. Das war ganz entscheidend. Wenn es Haltern gelingt, ihr Verhalten zu ändern, ändert sich auch das des Hundes. Vor 2 Monaten sahen Spaziergänge mit Bo ja noch so aus. Und jetzt? Ein vollkommen anderes Bild. Was super geklappt hat, ist, dass jetzt der Hund nicht mehr im Mittelpunkt ist, sondern der Mensch. Und das war die Aufgabe. Und das war auch die Hoffnung, die ich hatte, dass sie das auch umdrehen können, weil der Fokus war die ganze Zeit nur auf Bo. Und jetzt war der Fokus auf Elke und Rolf.
Und der Alltag steckt voller Herausforderungen. Ein fremder Hund. Und Bo? Schnuppern ja. Ausflippen nein. Ja, fein. Ich bin Andreas, hallo. Hallo Kerstin. Und wen hast du bei dir? Den Flummi. Flummi, Mädchen? Nee. Jung. Oh, Junge. Doch. Flummi. Bei Hundebegegnungen ist es ja so, dass wenn Hunde an der Leine sind, die ja erstmal gerne zum anderen Hund hin wollen. Bo steckt noch mitten in der Pubertät und dass der natürlich mehr Dampf bei sich hat und dass der natürlich auch mit einem ganz anderen Energielevel darüber laufen will, ist ja logisch. Also man darf auch als junger Hund auch schon mal ein bisschen ungestüm sein. Jetzt kannst du ihn mal ableihen. Ihn zuerst, weil er ist der ruhige Part. Okay. Er darf jetzt und er erwartet. Jetzt kannst du ableihen. Den Vorteil, den es jetzt hat, ist, dass ich gesagt habe, sollst warten mit dem Ableihen, dass die beide schnuppern gehen können. Als der in so einer Anspannung war an der Leine und hättest ihn dann abgeleint, dann wäre der frontal drauf losgegangen. Jetzt nicht unfreundlich, aber zu viel zu einfach. Viel. Okay. Deswegen ist es besser, wenn ein Hund schon mal so ein Stückchen weggehen kann. Und jetzt können sie sich halt kennenlernen. Also ich habe so eine Entwicklung nicht erwartet. Also nicht in so einer Schnelligkeit. Ich habe schon gewusst, ja, wenn die beiden sich ein bisschen mehr um sich kümmern und dem Bo nicht immer so viel Aufmerksamkeit geben, ein bisschen konsequenter sind, trotzdem liebevoll, dann machen die schon Fortschritte. Aber dass die Fortschritte so schnell zu sehen waren, jetzt nach ein paar Wochen, da war ich ja ein bisschen verblüfft. Und jetzt machst du mal eine Kür, geh mal weg und jetzt ruft ihr ihn und guckt, ob er mit euch kommt. Bo! Bingo. Wow. Das ist die Kür. Das ist die Kür. Du gehst von dem anderen Hund weg und du rufst Bo und er kommt. Dann hast du, jetzt hast du alles drin. Jetzt habt ihr. Bo? Ja. Bingo. Super. Bo, Elke und Rolf. Dream Team. Das, was ich heute gesehen habe, hat mich überzeugt. Was will man mehr? Genau so sehen gute, gesunde Mensch-Hund-Beziehungen aus. Wir sind sehr stolz. Wir sind sehr stolz, ja. Stolz. Vor allen Dingen auf unseren Hund, aber ein bisschen auch auf uns. Ihr habt das so klasse gemacht. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin und... Ja, vielen Dank. Dankeschön. Und tschüss. Gerne. Ja. Tschüss. Ciao. Ein super Erfolg. Und jetzt gehen sie ihren Weg auch wirklich gemeinsam. Und nun ist der Coach gespannt, ob auch bei Rüde Lenny das Training ebenso erfolgreich war. Ich bin heute wieder in Mettmann unterwegs, bei Melanie und Oliver mit ihrem Hund Lenny. Der Lenny hat ziemlich viel Stress gemacht, vor allen Dingen, wenn Leute am Auto vorbeigehen und er saß drin. Wir haben trainiert und ich schaue mir jetzt an, ob das Training auch gewirkt hat. Und das hängt vor allem davon ab, ob die Halter es schaffen, ihr Verhalten zu ändern. Morgen, Andreas. Hallo, guten Morgen. Hallo, hallo zusammen. Hi, schön, Melanie. Hi, Oliver. Wie geht's euch? Sehr gut. Der Bursche hat einen Maulkorb an. Ja. Und Lenny bellt nicht. Genau, fällt mir sofort auf. Ja. Er ist ruhig. Er fiebt nicht, er bellt nicht. Ja. Warum? Weil wir mit lockerer Leine und breitem Kreuz viel geübt haben. Wie ist das beim Spazierengehen, wenn ihr auf andere Hunde trefft? Ist er da, macht er da schon mal noch so, hat er ja beim letzten Mal so ein bisschen zwischendurch so ein bisschen Randale gewackelt. Gemacht und gewackelt, genau. Macht er immer noch? Ja. Aber wenn wir da wirklich drauf achten, zügig vorbeizugehen und nicht zu zucken, dann geht's gut. Okay, wie sieht es mit der Verteidigung des Autos aus? Da ist es leider noch nicht besser geworden. Also eher manchmal sogar im Gegenteil, auf freier Strecke, ich bell, weil ich es kann. Ja, okay. Ach, okay. Ja. Weil du keinen Einfluss hast dann. Also ich meine, dass wir jetzt hier stehen und der so ruhig ist und so angemessen sich verhält, hier sitzt, nicht bellt, nichts macht, das ist für mich schon ein Riesenerfolg. Ja. Für euch und auch für Lenny. Ja. Dann würde ich jetzt gerne mal Lenny im Auto sehen. Sollen wir mal machen? Ja. Wunderbar. Das mal aus. Komm, komm. Denn das war und ist immer noch ein großes Problem. Lenny im Auto. Kaum nähert sich jemand, dreht der Rüde durch.
dann geht ihr beide mal weg. Ich bin dann ans Auto rangegangen. Melanie und Oliver waren noch in der Nähe. Und ich habe dann frecherweise einfach auch noch den Kofferraum aufgemacht. Und es geschieht nichts. Andreas geht ruhig, aber bestimmt mit ihm um. Darauf reagiert Lenny. Weil er als Fremder an das Auto rangegangen ist, war ich doch schon sehr überrascht, dass er sich so gar nicht gemuxt hat. Jetzt weiß ich auch nicht, ob es an Andreas gelegen hat oder ob es vielleicht einfach der nächste Schritt ist, dass er sagt, okay, ich bin ruhiger geworden und es kann jemand anders an das Auto rankommen und ich muss nicht mehr aufpassen. Wenn der Hund lernt, zu Hause bestimmte Regeln einzuhalten, an der Leine bestimmte Regeln einzuhalten, dann lernt er auch im Auto bestimmte Regeln einzuhalten. Also alles hängt immer auch zusammen, ist immer ein Komplex. Ihr bräuchtet eigentlich Leute, die mit euch zusammen üben, dass wenn Leute vorbeikommen, dass die das Auto öffnen dürfen und dürfen ihn dann auch zurückweisen und die Türe wieder zumachen. Alles liebevoll. Das war ganz wichtig, dass er uns das noch mal explizit gesagt hat, dass wir auch mit Fremden, also erst mit Freunden und dann langsam aufbauen, mit Fremden trainieren sollen, dass immer jemand mal in das Auto rangeht und die Türe aufmacht. Nur vorbeigehen, das hätte mir jetzt nicht geholfen, was ich dann hätte machen sollen. Also da wäre kein Maßregeln oder keine Konsequenz gewesen. An der Baustelle fahrendes Auto wird noch gearbeitet werden müssen. Dennoch hat sich viel getan. Lenny so entspannt, das wäre noch vor 4 Wochen nicht möglich gewesen. Veränderung ist ein Prozess, der Zeit und Geduld erfordert. Das war für die, glaube ich, echt schwere Kost, als ich denen so mitgeteilt habe, hör mal, das und das und das, das geht irgendwie so gar nicht. Ich glaube, dass Melanie und Oliver verstanden haben, hey, wir müssen uns verändern. Also all die Vorschläge und die Ratschläge und Tipps, die ich den beiden gegeben habe, haben die beherzigt und befolgt. Und dadurch hat man jetzt auch einen anderen Lenny. Ja, was kann ich euch noch mitgeben? Auf jeden Fall, dass ihr weiter in der Entspannung bleibt, weil Lenny ist in der Entspannung, ihr seid in der Entspannung. Ihr habt vor allen Dingen mehr Führung, finde ich genial, finde ich ganz klasse. Und das mit dem Maulkorb würde ich auch beibehalten in bestimmten Situationen, auch zu Hause, wenn Besuch kommt oder wenn ihr bei Leuten zu Besuch seid. Ansonsten macht doch einfach weiter so, weil ja, ihr seid auf einem richtig guten Weg. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass das so weitergeht, weil sich alles andere auch positiv entwickelt hat. Ich bin stolz auf euch, finde es total klasse, hat mich gefreut, euch auf eurem Weg so ein bisschen helfen zu können. Das ist euer Hund. Ja, danke. Ich wünsche euch alles Gute, weiter so. Vielen Dank und wir sind froh, dass das alles so geklappt hat. Tschüss. Danke. Bis dahin, ciao. Tschüss. Und sie wissen jetzt, wie sie ihren Weg gemeinsam meistern können.